Hi, willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy XII The Zodiac Age. Heute begeben wir uns auf unseren langen Weg nach Arcadis. Dazu müssen wir erstmal durch die Mosphera-Berge hier durch. Wird ein sehr, sehr weiter Ritt. Also bis wir in Arcadis sind, müssen wir durch... Warte, Mosphera-Berge? Salkia-Wald? Fohnküste? Das Gebiet dahinter weiß ich gerade nicht mehr, wie es heißt. Und durch irgendwelche Ruinen müssen wir noch durch. Also, einiges an Arbeit vor uns. Dings habe ich jetzt ausgestellt, Bruchs und so, ne? Wieso habe ich das denn ausgemacht? Das brauche ich noch. Ah, ne. Ich habe Medica. Okay. Passt so. Und das habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich... hier was ändern, und zwar Wiegler. Wann zaubern wir das auf ein? Wenn einer unter 30% ist. So, das hat Priorität, würde ich mal sagen. So, das habe ich vergessen. Und dann wollen wir mal möglichst früh hier die Karte des Bereichs finden, damit ich nicht ganz so umher irre. Ja, da war eine Falle, aber ist egal. Hat das mein MP gekillt? Okay. Stachelfalle. Okay, da gibt's nichts weiter. Ja, hier sind viele dieser Hunde. Man kennt sie schon aus der Ostwüste. Aber das ist natürlich hier ein bisschen stärkere Variante. Aber sonst ist das ziemlich gleich. Die haben Berserk als Zauber noch. Ne? So, ja, das ist beides verbunden. Lol, hat einer meiner Charaktere hat eine Waffe, die blind macht. Ist das Ashura? Ja, okay. Ein Echokraut, okay. Die Eiblin zauern mich noch nicht von Hocker. Aber wir sind ja hier wie so nur auf Durchreise. In den Mosphera-Bergen kann man sich eine optionale Esper holen. Das ist aber für späteren Spielverlauf erst anzuraten. Weil die tut weh. Jedenfalls zu jetzigen Zeitpunkt. So, ich kann hier einmal durch. Da bin ich da, okay. Ah, hier sind Muskelprotze. Die Muskelprotze finde ich spannend, weil ich glaube, die geben 2 LP. Ist das so? Ja. Und sind trotzdem einfach besiegt. So, das war der andere Weg von unten, denke ich. Ja. Mal gucken, ob hier noch irgendwie ein Krug oder so steht. Das sieht nicht so aus. Hier sollte auch nichts sein. Wo führt denn der Weg nach da unten hin? Ah, das ist ein anderer Zugang zu den Gebieten, ne? Wir sind ja über Nabina hier hingegangen. Mhm, das ist ein anderer Zugang. Wenn man jetzt hier weiter in den Süden geht, dann kommt man irgendwann in der Ostwüste wieder raus. Ah, da wollen wir nicht hin. Oh lol. Da ist ein großer Hundi. Großer Hundi, der Brot hat. Ist großer Hundi gefährlich? Ja. Großer Hundi kann Lehm machen. Ist aber gar nicht schön. Was hier? Ende das mal hier. Lehm ist kein toller Zustand. Beziehungsweise Lehm geht noch, aber die Folge von Lehm.
Ich gehe, glaube ich, den anderen Weg zuerst. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich Probs und fast ausgestellt habe. Das brauche ich hier nicht. Jetzt hat der Berserk auf mich gezaubert. Das ist gar nicht gut eigentlich. Weil ich habe keine Kontrolle jetzt über die beiden. Und auf Balsir sehe ich das nicht gerne. Weil Berserker besorgt dafür, dass jemand nur noch angreift, nichts anderes macht. Macht zwar erhöhten Schaden, aber alles andere macht er nicht mehr. Denzufolge wird Balsir auch nicht heilen. Ich weiß nichts, ob ich was gegen Berserk habe, was mich heilt. Nee. Ja. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Gegner dieser Art. Das heißt, die tauchen nicht mehr auf. Deswegen hoffe ich mal, dass das Heilen von Ash reicht. Und ich weiß gerade auch nicht mehr, ob der permanent der Zustand da ist. Okay, das ist die Verbindung, die dahin auch führt. Das führt gleich zu einer Art Lager hin. Aber ich glaube, die hat auch, wenn wir hier nach oben gehen, noch eine Verbindung. Ja, genau, von hier. Hier gibt es halt mehrere Wege. Hier muss man ein kleines Rätsel lösen, um zur Esper zu kommen, aber die Esper ist halt optional. Und werde ich auch nicht holen. Müsste ich, wenn überhaupt, wieso erst später holen. Wenn wir irgendwie 20 Level stärker werden oder so. Das haben die optionalen Esper alle an sich. Also, jede optionale Esper ist stärker als die letzte reguläre Esper, die man während des Spielverlaufs findet. Man könnte schon im Barheintummel und in der Kanalisation von Rabanasri findet man auch optionale Espern. Die sind alle schon ein bisschen mächtiger als das, was man kurz noch während des normalen Spielverlaufs findet. Demzufolge auch etwas härter zu bekämpfen. So. Dann hoffe ich mal, dass, wenn ich den Speicherkristall hier betätige, mein Berserk-Zustand hier weg ist. Hier ist außerdem ein Händler. So, Moment, wo ist der Kristall? Da. So, zeig mal meinen Zustand. Bin ich noch Berserk? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann schauen wir mal meinen Händler rein, ob der irgendwas Interessantes hat. Ich bin nicht so reich, ehrlich gesagt. Ein Bastardschwert. Das kann ich gar nicht ausrüsten. Muss ich gleich auf ein Lizenzbrett machen. Jo, einen neuen Stab. Gib mal her. So. Ja, Dolch habe ich noch nicht. Ich kaufe mal für die B-Truppe nix, weil Arm und so. So, dann können wir das verkaufen. Den Eisbrand habe ich ein paar Mal gefunden, kann ich verkaufen. Das ist ein alter Stab. Ich muss aufpassen, dass ich nicht das richtige, falsche verkaufe. Der kann auch weg. Die Armbrüsten können weg. Das sind Waffen für Waren. Aber ich bin kein Freund von Armbrüsten. So eine. Ich habe hier noch die ganzen übrig gebliebenen Sachen. Wenn ich das habe, habe ich wieder genug Geld. So, dann gucken wir mal. Was? Ja, okay, da muss ich bei Ash Rüstungslizenz freischalten. So, das kriegt Balsir.
Und meine Wenigkeit möchte logischerweise auch noch was haben. Neuer Schild, jupp, den nehmen wir auch. So. Flockenmünze, negiert Lehm. Ja, komm, einfach. Ich will eigentlich jedes Accessoire im Inventar haben. Wenn ich es nicht habe, dann. Irgendwas Wichtiges, was ich mir nochmal holen kann? Na, das sieht nicht so aus. Okay. So, ist hier irgendetwas, was Berserker aufheben kann? Leider nicht. Das haben wir alles. Ja, ich habe genug Geld über, um die zu kaufen. So, deswegen werde ich auch die nächsten Gebiete komplett abgehen. Es fehlt wieder ein bisschen an Geld. Lizenzen. Wann brauchte eine neue Schwertlizenz? Wo haben wir es denn? Das ist das, ne? Bastardschwert, oder? Ja. So, und Ash brauchte. Oh, 47 Punkte hat sie nur. Das könnte eng werden. Da ist sie. Es fehlen 3 Punkte. Ja, kriegen wir gleich hin. So. Bastardschwert. So, jetzt habe ich kein Elementarschwert mehr. Das ist schon mal ganz gut. Falls wir wieder Gegner treffen, die dagegen immun sind. Oder noch schlimmer, wie das in den Paraminerschluchten war, dass ich Gegner heile. Immun würde ja noch gehen, aber das war halt ein kompletter Schuss ins Knie. Diebesfäustlinge. Ja, okay, das ist der linke Weg, den kann ich ignorieren. Das hat was mit der Esper zu tun. Okay, Berserker ist weg, dann können wir zu Wahn wechseln. Ah ja, Schlangen, wie haben wir sie vermisst, ne? Ja, den mittleren Gang, den lasse ich mal. Ich habe was vergessen in der Siedlung. In der Siedlung müsste eigentlich ein Typ sein, der mir Karten verkauft. War da so ein Mogrifi? Müsste eigentlich. Speer? Ne, der ist das nicht. Irgendwo müsste ein Kartenhändler hier sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einer ist. Karawane-Mitglied. 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 Ich rede mal doch mit dem Speer. Achso, es ist doch er. Okay. Alter, die kostet 2,4! Was für ein Reizabschneider bist du denn? In Seikewald bin ich einen großen Bomber begegnet. Der Weg dorthin führt in die Totenstadt Nabodis. Vielleicht kann er von dort in den Wald auf der Suche nach Nahrung, die er mit seinem Feuer verschlingen kann. Nimm ja die richtige Abbiegung, Kupo, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr nützlicher Hinweis, weil dieser Bomber ist auch ein optionaler Boss, den wir zu jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt herausfordern sollten. Und wir müssen da sowieso nicht lang. Totenstadt Nabodis ist ein komplett optionaler Ort. Und da sollte man jetzt auch noch nicht hin. Leute kloppen sich. Ah nein, das ist der Typ, der mir sehr zaubert! Mach den weg, bevor er es nochmal macht. Auf Wahn ist das nicht so schlimm, der greift wieso nur an. Ah ja, ich muss den Charakter wechseln, ansonsten kann ich mich nicht bewegen. gibt's hier oben irgendwas? Ich möchte diesen Weg eigentlich meinen, weil da lauter fliegende Gegner sind.
Schauen wir mal, ob... Ja, da gibt's einen Krug. 100 Gil. Oh, da habe ich Krüge übersehen. Da habe ich Krüge übersehen. Ja, lass mich in Ruhe, ich will Krüge sammeln. Wo sind die jetzt? Da oben. Ja komm, Ash, dann hau das Vogelvieh halt weg. Oh, was hier ist auch im Berserk-Zustand. 200 Gil und Gildestiefel. Was machen Gildestiefel? Ich wollte gar nicht auf Optimum. Ich wollte hier gucken. Gildestiefel. Negiert Öl. Okay. Und diese Diebesfäustlinge, was machen die? Die geklauten Gegenstände sind von höherem Wert. Das ist auch interessant. Oh, Basir hat seinen Berserk-Zustand verloren. Und waren auch, okay. Das heißt, die sind nicht permanent. Ja, ich merke schon, dass auf Waren der Rotmagier mehr Sinn gemacht hätte. Dann hätte ich jetzt zwei Angriffe, um fliegende Gegner zu treffen. Weil für Fernkampf dauert es noch etwas, bis wir das bekommen. Da kann mich toxinisieren. Gar nicht gut. Ich bin umzingelt. Ach, deswegen dauert das so lange, weil die alle Brots haben. Ist mir gar nicht erst aufgefallen. So. Immer schön Geld sammeln und klauen. Wir sind halt wieder ein bisschen arm geworden. B-Truppe werde ich erstmal vernachlässigen, solange das Geld noch ein bisschen ärmlicher dabei ist. In der Kades kann ich sie wieder ausrüsten. Eisenwand. Apropos, das habe ich ganz vergessen. So, jetzt... Jetzt können wir Ash ausrüsten. Gut, dass der Zufallsrob genau das war, was ich ausrüsten möchte. Sonst wäre es mir, glaube ich, nicht in den Kopf gerade geschossen. Oh, lol. Das Ding kann Ausrüstung droppen. Das ist natürlich top. Knochenhelm. Knochenhelm. Ist wahrscheinlich was Schlechteres, aber das ist nicht egal, das kann ich verkaufen. Und die Schlangen tauchen so oft auf, das wäre doch recht geil, wenn ich bei denen öfter was klauen könnte. In der Kategorie. Ah, hier sind lauter Vogelviecher, ne? Ja, komm, Ash, kümmere dich darum. Ich muss doch irgendwas mit warnen können, dass ich die angreifen kann. Gravitas. Ja komm, das mache ich jetzt einfach. Ist besser als nichts. Ich hoffe, ich habe fliegende Gegner hier. Aber müsste ich eigentlich. Ja. Habe ich mir relativ früh, glaube ich, nämlich geholt. Gibt es noch irgendwas Sinnigeres, was du machen kannst? Sie wird unsichtbar. Ja, ein Zeitmagier hat halt keine Angriffszauber. Das ist das Problem. Gravitas ist so das Einzige. Und hat Balsir irgendwas, was auf fliegende Gegner machen kann? Nee, passiert gar nichts. Ja. Bam! So. Problem bei Gravitas ist, Gravitas trifft nicht immer. Jedenfalls in Final Fantasy XII.
Aber zurzeit stellt sich Wagen gut an. Gravitas macht halt 25% Schaden auf die Gegner. In den meisten Final Fantasies ist das jedenfalls so. Wie ist das hier? Attack 5, ja, innerhalb des Areals, ja. Also ist schon ziemlich gut. Wenn er trifft. So, war ich jetzt hier schon überall? In der Ecke da oben war ich, glaube ich, nicht, ne? Ja, das sieht man allein schon daran, dass da noch ein Gegner ist. Okay. Ich habe den Gegner nicht eine Sekunde lang gesehen. Aber meine beiden Kollegen haben ihn ausgelöscht. So, dann sind wir jetzt, glaube ich, durch die Mosfera-Berge durch, oder? Jetzt kommt der Salka-Wald, ne? Ja. Oder Salika-Walk. Nicht Salkia-Walk. In Salika-Walk sind diese kleinen grünen Nervensägen. Sobald ich die haue, hauen die nämlich ab. Warn Ash, hallo! Ja, deswegen hasse ich diese Hasenviecher. Weil die KI spinnt dann total rum. Weil sie die unbedingt verfolgen will. Aber sie kriegt das irgendwie nie hin. Hier, ich zeige euch mal, wie nervig die Viecher sind. Okay, den habe ich jetzt relativ schnell gekriegt. Aber die sind super nervig, ey. Die hauen die ganze Zeit vor einen ab. Ich finde das super ätzend. So. Ja, die drei Kollegen, die werden später noch wichtig. Oh, seltener Besuch, Kuppo. Wir sind die fleißigen Mogris, die drüben das Tor reparieren, Kuppo. Und weil wir so fleißig sind, ruhen wir uns hier aus. Ja, okay. Dann ruht euch mal aus. Auf euch kommen wir noch zurück. Es geht nämlich darum, sobald wir im Ausgang des Salkia-Walds sind, werden wir nicht weiterkommen. Weil da ist der Obermogri und seine ganzen Arbeiter haben ihn ein bisschen in den Stich gelassen. Und die müssen wir dann hier finden. Deswegen will ich mal so schnell wie möglich die Karte des Salkia-Walkers finden. Ich glaube, ich bin daran schon vorbeigelaufen. Müsste die nicht da unten beim blauen Kristall sein? Oder war die hier irgendwo? Warte, ich gehe noch mal kurz zurück. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, die waren Anfang des Gebiets hier. Irgendwo an der Funkküste haben berühmte Kopfgeräte ein großes Lager errichtet. Doch sitze ich hier fest, weil das Tor kaputt ist. Dieses Tor, durch das man zur Funkküste gelangt, befindet sich tief im Osten des Waldes. Nur kann ich zurzeit nicht passiert werden, weil fleißige Mogis mit den Reparaturarbeiten zugange sind. Da ich nicht weiß, wie lange die Jungs mit den Arbeiten beschäftigt sind, bin ich zurückgekommen. Nur um festzustellen, dass ich irgendwo auf dem Weg meine Karte verloren habe. Nun stehe ich hier planlos rum und weiß nicht weiter. Okay, er gibt mir den Tipp. Er hat irgendwo auf dem Weg seine Karte verloren. Okay, hier ist sie nicht. Ja, dann gehen wir mal nach Osten. Ich werde schon seine Karte irgendwie auftreiben, hoffe ich. Ah, da ist sie! So.
Da ist er. Ein sehr wichtiges Utensil hier. Und zwar, wir müssen da ganz rechts zu dem blauen Pfeil hin. Das da oben, das meiden wir alles noch. Weil da ist hier dieser Bomber-Boss. Und ja, der ist ein bisschen zu heftig noch. Den kann man schaffen, wenn man sich Mühe gibt, aber nee. Ist ein bisschen nervig. Ist halt ein großer Bomber, der die ganze Zeit Öl auf einen zaubert. Demzufolge machen seine Feuerzauber mehr Schaden. Und der tut die ganze Zeit kleine Bomber erscheinen lassen. Das ist ein bisschen nervig. Bleib hier! Wieso nur so schnell wie möglich zum blauen Pfeil da, damit wir hier die Quest starten können? Weil die Moris, die kann man hier alle ansprechen und so, aber die sagen einfach, ja, wir machen Pause. Und danach kann man die erst einsammeln, weil man erst mit dem Chef von denen reden muss. Ah, wir sind fast bei ihm. So, hier hinten müsste er jetzt sein. Da ist er. Die Reparaturen am Tor werden eure Geduld noch auf eine harte Probe stellen, Kuppo. 9 meiner Schüler sind nicht aus dem Salika-Wald zurückgekehrt, Kuppo. Mit ihnen würde das Tor viel schneller repariert, Kuppo. Ich vermute, die faulenzen in den Baumhäusern des Waldes. Wenn nur jemand meine verlorenen gegangenen 9 Moris ausfindig machen könnte, Kuppo. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge tun, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!